Hallo meine Lieben, ja, wir haben uns lange nicht gehört. Es ist viel passiert, nicht unbedingt Positives, könnt ihr ja euch denken, mit dem lieben Betreuer Robert Keller von Fisch-Leonberg e.V. Es wird immer krimineller. Ich muss auch sagen, entweder ist er wirklich höchst kriminell oder, wie vermutet, geisteskrank oder dumm. Dumm, dümmer Keller. Und das sind Tatsachenbehauptungen, das sind keine Beleidigungen. Ich switche jetzt um. Ihr wisst ja, wo ich gewohnt habe, wo ich mich totelt habe. Hier Sindelfingerstraße 54. Da war Schimmel. Wie ihr wisst, nicht nur in meiner Wohnung, die nebenan sind vom Schimmel sogar krank geworden. Hier. Ich habe jetzt heute diese Wohnung noch komplett von einem Umzugsunternehmen räumen lassen. Die Krux an der Geschichte ist, ja, seht hier alles Besen rein. Ja, der Vermieter hat mich verklagt. Ich hatte Mietkürzungen gemacht wegen. Ach, ich lasse euch noch mal ins Bad putzen. Ja, auch alles Besen rein. Picobello, habe heute jetzt zum zweiten Mal abgelesen. Ich bin ja eigentlich schon 3 Wochen komplett draußen. Ich weiß jetzt auch nicht, wem ich die Schlüssel geben soll, weil der liebe Richter Reder hat mit mir nicht korrespondiert. Die haben eine Klage gemacht. Dann habe ich natürlich Klageerwiderung gemacht, weil ich habe eigentlich Anspruch auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. Und meine Kaution hat er mir nicht zurückgezahlt. Dann habe ich hier den Strom für die Bautrocknung nicht gekriegt, weil der Schimmel war in seinem Verschulden von meinem Vermieter. Und der wusste das auch. Der hat vorsätzlich eine Schimmelwohnung vermietet. Er hatte mir wohl davon erzählt, aber er hatte gesagt, dass alles bereinigt, bis ich komme. Tja, und wahrscheinlich war es nur überstrichen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man fast keinen Schimmel gesehen und dann kam es wieder richtig raus. Die Krux an der Geschichte, Richter Reder hat mir geschrieben, er redet nicht mit mir. Reder und reden. Passt ja. Er ist eigentlich ein korrekter Richter, darum. Keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht oder ob er meinen Betreuer Keller jetzt vielleicht noch komplett überführen möchte. Denn mein Betreuer Robert Keller von Fisch-Leonberg e.V. gibt mir keinerlei Unterlagen von jeglichen Gerichten weiter. Ihr wisst ja, weder Sozialgericht noch Landgericht noch Oberlandesgericht noch jetzt Amtsgericht Böblingen noch Betreuungsgericht. Also ich bekomme nichts, ich höre seit Monaten nichts von ihm, er antwortet nicht auf Mails, nicht auf Anrufe. Ja, und der Richter hat jetzt gemeint, er korrespondiert nicht mit mir, ich kriege keine Akteneinsicht, ich kriege keine Unterlagen und hat dem Betreuer jetzt, ich vermute, die Klage zugestellt. Dann muss man ja eine Klageerwiderung schreiben, was ich alles getan hatte, eine fundierte. Ihr wisst ja, ich habe auch gegen die Baugenossenschaft das Verfahren gewonnen. Da war auch Richterräder inkludiert mit einer Nichtigkeitsklage. Ja, mein lieber, dummer Betreuer Robert Keller antwortet natürlich nicht. So, ich denke, die haben dann noch eine Woche gewartet. Und wenn die Angestellte mir das richtig gesagt hat, ist am 11.03. dann ein Versäumnisurteil ergangen. Wisst ihr, was ein Versäumnisurteil bedeutet? Also meines Erachtens, ich habe es jetzt nicht gegoogelt, aber wenn man meinen Bescheid kriegt, auch wenn der ungerechtfertigt ist und da zum Beispiel 30.000 Euro gefordert werden und du machst keinen Widerspruch, dann ist der rechtskräftig. Dann können die das Geld, das denen dann gar nicht zusteht, von dir, sie haben einen rechtskräftigen Titel. Und so wird es mutmaßlich mit diesem Versäumnisurteil jetzt auch sein. Und wer darf es bezahlen? Wer? Nicht der liebe Betreuer Keller von seinem Vermögen. Nein, das wird wieder von mir geholt. Von mir. Wie er auch in Wohnung Thüringer Straße 1 an die Gegenpartei 16.000 Euro überwiesen hat. Wo das meiste davon rechtlich nicht einklagbar, beziehungsweise wird das meiste davon
gar nicht zugestanden hat. Und so veruntreut Betreuer Keller immer weiter und weiter, wie es schon die ganzen dreiviertel Jahre, mein Geld, verteilt es an Rechtsanwälte, an die Stadt Sindelfingen, an Vermieter, die noch meine Kaution einbehalten, was auch nicht rechtens ist. Und so geht es gerade weiter. Deswegen verbreitet mein Video. Es ist mir egal, wenn dieser mutmaßlich kranke oder höchstkriminelle Mensch mich anzeigt. Arme, arglose Menschen müssen von ihm geschützt werden. Sie müssen vor ihm geschützt werden. Weil ich will nicht wissen, wie viele Menschen an ihm schon zerbrochen sind. Ich habe massivste gesundheitliche Beschwerden bekommen. Erst jetzt wieder, wo ich das erfahren habe von der Gerichtsangestellten, was hier abgeht. Und was mache ich jetzt? Ich habe die Schlüssel von hier. Leute, wem soll ich sie geben? Wer ist jetzt mein Ansprechpartner? Der Richter spricht nicht mit mir. Soll ich so ein Amtsgericht hinschmeißen, einwerfen? Der Betreuer spricht nicht mit mir. Die Rechtsanwälte von meinem Vermieter